So, Freunde der Nacht, moin moin und willkommen zu einem weiteren Commentary hier auf die Pfeiler TV. Heute geht es wieder in die Burning Crusade Classic Arena. Wir spielen Disziplin, Priester, Schurke, Emo-Schurke auf Firemore im aktuellen WoW Burning Crusade Classic mit meinem Kollegen Mosen und wir gehen direkt rein ins Geschehen und ich trinke einen Schluck Wasser. So. Ich hoffe, das erste Commentary hat euch gefallen. Wir machen genau hier weiter, wo wir aufgehört haben. Das war, wie gesagt, nochmal für die Leute, die quasi das andere Video nicht gesehen haben, auf 1650 bis 1700er Rating ungefähr. Wir haben erst seit ein paar Tagen wieder angefangen zusammen zu spielen. Wir haben sehr viel Arena-Erfahrung, aber viele Jahre nicht miteinander gespielt und deswegen müssen wir erstmal reinkommen. Und ich kann euch nur sagen, die aktuelle Arena-Meta ist sehr, sehr schwitzig in Burning Crusade Classic. Deswegen schnallt euch an, Leute. Wir gehen rein. Ich bin gespannt, welche Kombis wir heute in dem heutigen Video bekommen werden. Ich werde alles ein bisschen kommentieren und zwischendurch immer so ein paar Hintergrundgeschichten erzählen. Vorspulen, immer direkt zu den Matches springen und auch ab und zu mal bei interessanten Stellen anhalten und meinen Senf dazu geben. So, wir haben Doppelverstohlenheit in der Arena. Meistens Feral Schurke oder Schurke am Hildroide. Ich mache hier Perception an, die Fähigkeit, dass ich verschollene Gegner besser sehen kann in der Verschollenheit. Und sprinte hier einmal durch und bekomme den Schurken, öffne direkt auf ihn, mache einen Rupture auf ihn, einen Garrot drauf. Ich blute den direkt voll, damit er nicht so einfach restassen kann. Ich mache den Druiden ins Fokus-Target rein, werde jetzt quasi gleich Vorbereitung usen. Dann werde ich vanishen, Sheepshotten, ihn stunnen und dann ist das Game auch schon vorbei. Ja, Ende im Gelände, Leute. So kann es gehen. Ich kann euch nur eins sagen, wenn der Schurke mich gesappt hätte, ist es eine komplett andere Geschichte. Absolut schwitziges Setup. Die waren auf 1650 sogar. Gar nicht mal so low für unser einer. Ja. Ich kann euch nur sagen, unglaublich krasses Setup, wenn die wissen, was sie machen. So, wir gehen direkt mal rein ins nächste Game. Kann das übel enden, vor allem wenn ich gesappt werde da, und die direkt auf Teemo, also auf meinen Priester nuken. Kann es sehr, sehr eklig werden, weil ich meinen Trinket nicht usen kann für den Zap, weil er mich sonst komplett blendet. Und deswegen sehr, sehr schwierig. Wenn man den gegnerischen Schurken allerdings in den Zap bekommt, dann ist es das alleroberste Ziel, ihn so schnell wie möglich down zu bekommen. Weil auf einem Druiden kann man machen in manchen Situationen, aber der hält so viel aus, geht in Bär und so weiter, der Schurke restellt und so weiter. Also ich würde euch wirklich empfehlen, traint den Schurken einfach durch. So schnell wie möglich, zwei Blutungseffekte drauf, so wie ich es gemacht habe. Rupture drauf, dann Garrot drauf. Cloaked irgendwie einen Cyclone vom Druiden. Könnt sogar pre-cloaken, falls er Instant Cyclone auf euch machen wollte. Und einfach den Schurken aus den Socken klatschen. Ja, das ist einfach das Einzige, was ich euch empfehlen kann. Der Priester auch, so schnell wie möglich, sofern es irgendwie geht, Damage auf ihn machen. Das wäre meine Herangehensweise bei dem Setup. So. Wir gehen ins nächste Match und wir haben einen Warlock, der ist Soulink und der hat einen Hildruiden dabei. Ja, es gibt verschiedene Herangehensweisen, entweder man PvE den Warlock, dafür habe ich mich hier entschieden, das heißt, ich versuche immer Exposed Armor auf ihm abzuhalten, habe ich direkt gemacht mit 5 Kombo-Punkten. Ich mache sogar Slice and Dice zum Teil, eher eine PvE-Fähigkeit. Ich versuche, ihr werdet es im Laufe des Games sehen, 5-mal Wundgift auf ihm abzuhalten. Ich werde versuchen, Cripple auf ihn abzuhalten, damit er sich heute nicht so schnell bewegen kann. Und auch wichtig, Mind Numb. Ihr seht es gerade, habe ich drauf geswitcht. Das ist die Gifte hier in der Mitte. Ich weiß nicht, ob ihr meine Maus sehen könnt. Ich glaube nicht, aber doch hier. Ja, das heißt, man PvE't ihn durch. Das heißt, man traint wirklich den Warlock. Interruptet jeden Spell, den er irgendwie nur auch nur dran denken könnte, ihn zu casten. Man versucht, Casts vom Druiden zu interrupten mit einem Blind, mit einem Vanish, mit einem Cloak, mit einem Focus Shadow Step Kick Marco, was ich auch habe. Finde ich auch absolut Must-Have für Schurken in der Arena. Ich werde euch auch meine Markus mal komplett unten in der Videobeschreibung verlinken. Da habe ich einfach von einem anderen sehr guten Schurken kopiert. Von daher werde ich einfach sein. Deine Markus verlinken, aber es sind halt eben auch meine. Aber ich mache mir jetzt irgendwie nicht nochmal die Mühe, mache eine neue Liste oder so. Ja, ihr seht ihr, hier haben wir, ich weiß gar nicht, ob Teemo den Schurken gerade, den Druiden gerade gefeiert hatte, aber wir bekommen relativ gut Druck gerade auf den Warlock tatsächlich. Das ist sehr, sehr angenehm. Übrigens, wenn wir uns dafür entscheiden sollten, auf den Druiden zu gehen und nicht auf den Warlock, was man eben auch machen kann,
dann ist es essentiell bei dem Setup, dass man die Fears dodged vom Warlock, ja. Dann würde ich mir den Warlock ins Fokus-Target nehmen, da wo sich der Druide quasi gerade befindet. In der unteren Bildschirmhälfte, da seht ihr den Druiden, das ist mein Fokus-Target, das ist immer mein Fokus-Target, by the way. Da würde ich mal den Warlock hinmachen und immer gucken, wenn er 4 castet, würde ich irgendwie kurz hinter eine Ecke rennen oder irgendwie vanischen, ihn blenden oder Shadow-Step kicken und solche Geschichten. Ja, so, der Druide hat kein Trinket mehr ready, das heißt, es ist jetzt kritisch, wenn er sich ein 4 einholt. Und mein Priester ist es vorbei. Und aber, okay, hier hat er mich nochmal gecyclont. Jetzt wird er gefiert, glaube ich. Schafft das Team noch zu vieren? Ja, hier konnte ich restaten, Sheepshot. Und dann war auch Ende im Gelände. Kann man auch machen, by the way, wenn man Schurke Druide spielt im 2-2, kann man auch den Warlock trainen. Ich weiß gar nicht, die waren auf 1647, glaube ich. Wir gucken nochmal. Ach Mensch. 1647 waren, ja. Muss man natürlich sagen, im höheren Bracket wird sowas auch schwieriger, den Warlock zu trainen, wenn er noch mehr Gear hat, auch mit Season 3 Gear, noch mehr Rüstung drauf und so weiter. Ob das dann auch noch geht, wir werden erfahren, hoffe ich doch. Ich hoffe doch, wir spielen noch ein bisschen höher. Ja, mal gucken. So, wir gehen direkt ein bisschen weiter nach vorne in das nächste Game rein. Mal gespannt, was wir hier bekommen. Nagrand finde ich immer ist meine Lieblingsarena, ehrlich gesagt. Weil man schön um die Säulen spielen kann. Priester kann auch mal Regen gehen. Es geht in Lordaeron nicht so gut zum Beispiel. Gerade wenn man gegen Krieger spielt, finde ich Nagrand immer deutlich angenehmer. So, wir haben wieder Fairy Schurke. Ihr seht, da wird direkt auf den Schurken gegangen. Ich habe ihn wieder gefunden im Zap. Das ist das Schöne. Ich blende direkt den Druiden. Jetzt use ich gleich Cloak of Shadows, vanische, stun den nochmal und mach, glaube ich, ausweiten oder nicht, mach Nierenhieb, es trinketet er. Er hat die Evasion ab, bin ich geblendet, use Trinket, wie gesagt, dafür unbedingt Trinket saven. Druid hat auch kein Trinket mehr ready, ich weiß gar nicht, aber ich glaube schon, dass wir es gewonnen haben. Ich glaube, hier hatte Timo gar nicht wirklich realisiert, dass es ein Feral-Druiden war. Genau, das war so, das war glaube ich, eins der ersten Games gegen Feral Rogue. Und im Nachhinein hat er dann erst realisiert, ach, das war ein Föll, Digga, ach so. Das hätte er sich hier ein wenig anders verhalten. Deswegen ist es hier nochmal sehr, sehr knapp geworden tatsächlich. Aber ich meine, ja, wir haben das dann noch gewonnen. Ihr seht hier jetzt Burst Timo mit. Shadow World Death und da geht der Schurke down. Die waren auf 1675. Auch jetzt nicht so schlechtes Rating. Ja, das hört sich vielleicht ein bisschen komisch an für die Leute, die so vom originalen Burning Crusade noch kommen oder von Classic früher und so weiter und dann irgendwie, oder WoTLK, Classic ja nicht, da gab es ja keine Arena, aber vom originalen WoW kommen und dann 1600 und Drecksrating, Leute, ich kann es euch sagen, 1600 ist gefühlt schon 1900. Also die Meta ist unfassbar, es ist wirklich, die Leute haben Weak Auron und perfekte Addons für jeden Shit und drehen komplett durch, spielen aufs Auge und tryharden und wie im PvE eigentlich auch. Genauso wie im PvE auch. Es ist schon sehr lustig, was da abgeht. Aber da wir ja auch alte Arena-Veteranen sind, lässt uns das nicht verzagen und wir machen munter, flockig weiter. So, hier haben wir das allererste Mal gegen Mage Rogue gespielt. Haben wir vorher noch einen Joke gemacht. Haben gar keinen Mage Rogue getroffen bisher. Kam da direkt das Setup, war wirklich so. Hier gehen wir auch, ähnlich wie Feral Rogue, auf den Rogue. Primär, hier hat mich der Rogue gefunden, habe ich direkt zu Timo gesagt, spring runter, geh zur Säule, bleib LOS, ne? Ihr seht da unten, kann ein bisschen den Mage dodgen, kann mich aber trotzdem healen von da unten. Sehr schönes Positioning für uns an der Stelle. Kann hier auch sehr schön den Mage ein bisschen auf die Eier gehen, Timo hat in die Säule, wo er defensiv spielen kann. Und wir schaffen das, glaube ich, auch, aber es wird sehr, sehr knapp, glaube ich. So, ich bin gewanished. Shock ist auch gewanished, ich habe Pain Suppression ab. Ein bisschen weird hier irgendwie. Hier habe ich es geschafft, dass der nämlich nicht rausgeholt hat. Und jetzt, genau, der Schurke wurde um die Ecke geführt. Ich kann Full Kidney auf ihn landen, obwohl er kein Ticket mehr ready hat. Der Mage schafft es nicht wirklich, mich zu schieben. Jetzt blende ich ihn gleich noch, wo er bursten wollte, ist auch immer wichtig. Das ist quasi so die Frostbolts vom Mage. Solltet ihr immer irgendwas machen, blenden oder irgendwie Shadow Step kicken. Werde ich, glaube ich, gleich Shadow Steppen. Shadow Step, Kidney, ja, auch immer wichtig, in Verbindung, damit es nicht gedodged wird.
Also immer Schatten, Schritt, Shadow Step, die waren auf 1-7, by the way. Das war eigentlich auch ganz nice, dass wir da gewonnen haben. Ja, wichtig bei dem Setup wirklich, wenn man den Schurken findet, ist auch unglaubliches Gain. Hier hat er mich gefunden und wir haben trotzdem relativ gut eigentlich gespielt. Vielleicht haben die einige Fehler gemacht, weiß ich nicht. Eigentlich schon ein bisschen schwierigeres Matchup. Wundert mich, dass es da ehrlich gesagt noch geklappt hat. Habe ich auch schon oft erlebt, dass wenn der Schurke einen gesappt hat, dass es dann sehr, sehr schnell sehr eklig wird. Ja. So, Lordaeron, Leute, gar keinen Bock auf die Arena. Wirklich mein absoluter Hass-Arena, gerade gegen Krieger. Oder auch gegen Jäger oder so ein Scheiß. Ja, Jäger-Druide. Genauso wie beim Mirror-Match. Ehrlich gesagt, ein Setup, wo wir noch nicht wirklich wissen, was wir machen sollen. Wo wir ein bisschen verloren sind, ehrlich gesagt. Wenn ihr da eine Taktik habt oder irgendwie einen Vorschlag, schreibt es gerne mal in die Kommentare rein. Würde mich mal interessieren, worauf ihr da gehen würdet. Ich glaube, ich bin hier auf den Druiden gegangen, auf den Jäger gegangen. Aber ganz ehrlich, genau, ich habe glaube ich auch noch zu Timo gesagt, geh mal irgendwie rein oder so. So eine ganz weirde Nummer. Hab hier die Falle getriggert, jetzt kommt Timo irgendwie. Ganz weirde Nummer. Ich glaube tatsächlich, das war völlig lost schon wieder von mir. Ich wollte hier auf den Jäger gehen. Ich glaube, wir hätten einfach auf den Druiden gehen sollen, ehrlich gesagt. Also wie gesagt, manche Matchups kann ich euch leider jetzt nicht direkt die perfekte Strategie geben, weil wir uns, wie gesagt, noch im Einspielen sind. Ich glaube, hier muss man einfach den Druiden trainen, ehrlich gesagt. Wir versuchen hier irgendwie... Ist auch eine Idee da. Timo rennt irgendwie dem Druiden hinterher irgendwie. Wird nebenbei geburnt. Ich mache hier so ein bisschen Damage. Blende dann den Druiden, obwohl er noch Trinket Ready hat. Also nicht gut gespielt, ehrlich gesagt. Ein bisschen lost. Die habe ich auch gewanished, obwohl ich einfach restarten hätte können. Ja, und jetzt, ich glaube, ich gehe wieder auf den Jäger. Spannend. Ich weiß nicht genau, ob wir das noch gewonnen haben oder nicht. Es gab ein Game, wo wir auch richtig Müll gemacht haben, aufs falsche Target gegangen sind und irgendwie so nach 5 Minuten gefühlt gemerkt haben, ah, lass mal auf den anderen gehen, haben wir direkt gewonnen. Aber ich glaube, das war das Game nicht. Ich glaube, hier haben wir verloren und haben im Nachhinein gesagt, okay, bei dem Setup müssen wir echt auf den Druiden gehen. Jetzt will ich irgendwie auch aufs Pad gehen hier, auch so halbherzig irgendwie. Jetzt trinkt der Druide. Ich habe ihn einfach nur mal kurz... So, jetzt gehe ich auf den Druiden. War das das Game, wo wir jetzt echt noch gewonnen haben? Das wäre lustig tatsächlich. Hier habe ich gewanished. Jetzt hat er Basken angemacht. Ich gouge ihn deswegen. Trotzdem mal rege Energie. Und jetzt kommt ein Full Kidney. Weiß gar nicht, ob Timo ist halt auch fast schon down, ne? Guck mal, ihr seht hier, wie gut der Druide droppt eigentlich, obwohl Timo fast schon down ist. Ich glaube, da haben wir dann im Nachhinein gesagt, ja, wir müssen safe auf den Druiden gehen. Könnte ich nochmal restressen? Ein bisschen schlecht vom Jäger, dass er mich hier nicht rausgeholt hat mit einer Flare oder so. Jetzt gehe ich nochmal auf ihn, Max Expose Armor drauf, gouge wieder. Ach krass, wie Timo es schafft, da zu überleben. Jetzt fiert er, glaube ich, hier nach. Ah, genau, er fiert. Gewinnen wir das sogar noch? Wenn ich hier... Ich weiß gar nicht, ob er 4 gerade ready hatte. Moment. Ich will gerade nochmal checken. Ganz kurz checken. Sorry. Hat Timo hier 4? Ah, nee, er hat noch 14 Sekunden auf 4. Okay. Weil sonst, wenn er hier 4 ready gehabt hätte, wäre direkt GG gewesen. Aber er hat, ihr seht es hier links, 12 Sekunden noch auf 4. Ich glaube, wir gewinnen das tatsächlich noch. Timo hat hier seine Zähnfähigkeit gerade verwendet, dass er, ja, tatsächlich. Ah, jetzt gouge ich, Jäger geblendet, Pet gegouged und Bandage geused. Oh, der trägt einen Slow auf den Jäger, Evasion ab, damit er nicht irgendwie einen Scheiß machen kann. Und macht den Jäger auch noch down. Ja, genau, also da haben wir im Nachhinein gesagt, einfach auf den Druiden gehen. Ich meine, müssen wir überlegen, wir sind hier gerade echt 5 Minuten rumgeeiert, hat nichts gebracht und fast verloren. Und dann bin ich so random, hatte eigentlich auch gar nicht mehr so viel ready. Timo war schon halb auf den Druiden geswitcht und wir haben es noch geschafft. Deswegen war unser Learning hier auf jeden Fall das nächste Mal von vorne rein auf den Druiden. Und ich glaube, das war schon das letzte Game. Die waren auch auf, welchem Rating waren die?
Sorry, wir gucken hier nochmal schnell. 1700 auch fast, von daher war es auch gar nicht so übertrieben kacke. Ich glaube, wir haben dann hier... Ah ne, ein Game. Ein Game haben wir noch, Leute. Ein Game haben wir noch. Dann ist es heutige Commentary tatsächlich ein bisschen kürzer, aber mein Gott. Könnt ihr mir auch mal in den Kommentaren reinschreiben, ob ihr eher so 15 bis 20 Minuten oder eher 20 bis 30 für das erste Commentary, was ihr da besser findet. Ja, was ihr da so denkt. Weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Ich glaube, 20 Minuten vielleicht so ein Sweet Spot irgendwie. Dass man sich da so einpendelt. Ja. Aber krass, ey, wie auch Timo da gerade tatsächlich auch noch Mana regen konnte. Ich weiß gar nicht. Ich glaube, vielleicht hat er das Pet gefeiert. Er hat vielleicht Pet und Druiden gefeiert und konnte dann Mana regen. Also da, ja, machen die Healer immer so ihr Gemauschel. So, letzte Game. Bin mal gespannt, ich weiß gar nicht mehr, was war. Double Stealth, okay. Ich gehe hinten rum mit Sprinten. Könnt ihr auch versuchen. Ist auch manchmal nicht schlecht, wenn die Gegner ein bisschen langsamer rumeiern. Ich habe direkt Perception an. Guck, ob ich jemanden finde. Hat mich dann erstaunt, dass ich hier niemanden gefunden habe. Dann dachte ich mir, okay, ah, da unten. Ah, da habe ich einen Druiden gesehen. Habe gedacht, egal, da ist der Druide. Lass den wegklatschen. So. Cheap Shot, direkt Kidney Shot, Timo Burst direkt mit. Nein, wird leider vorher vom Gurken unterbrochen. Ich train direkt den Druiden weiter. So, ihr seht hier, jetzt Cyclone er mich und Cheap Shot. Okay, jetzt entscheide ich mich dafür zu Restairs. Eine andere Shurken Restairs, glaube ich, auch. Nee, ah, er wird hier. Okay, ich switche auf den Schurken. Mache einen Rupture drauf. Dachte hier, dass er mich gerade. Okay. Ah, das ist auch ganz nice. Ich zap ihn. Ah, das war so knapp. Hab ich nochmal gesappt, dann eröffnet. Und hab ihn direkt geblendet. Der hat noch einen Instant-Heal durchbekommen. Aber ich bin der Meinung, es gewinnen wir trotzdem, oder? Er ist full blind. Oh mein Gott, das war so ein knappes Game. Gewinnen wir das trotzdem noch? Ich weiß nicht mehr. Oh, das war echt ein geiles Game. Und ja. Oh, geil, ey. Ich wusste gar nicht mehr, dass wir das gewonnen hatten, tatsächlich. Wir gucken uns noch mal ganz kurz die interessante Stelle an, ja? Nur zum Nachverfolgen. Also, folgendes Szenario. Ihr seht hier, ich bin am Schurken dran. Der erste auf 44%. Da haben wir es ja sogar. Muss ich auch mal umstellen, eigentlich habe ich immer die Werte auch. Weird. Der Druide will gerade Cyclone. Und Fehler vom Druiden. Zu nah dran gekommen, lässt den Priester hier vier. Der Schurke hat keine Hotsub auch zum Zeitpunkt. Und wird gefeiert. So, er kann kein Trigger usen, weil dann würde ich ihn direkt blenden. Ja, das heißt, er kann kein Trigger usen. Das heißt, der Schurke macht Evasion an. Er hat Rupture drauf, 34%. War auch vielleicht ein bisschen schlecht, dass wir ihn hier nicht direkt gekillt haben, aber irgendwie. Da bin ich auch zu früh schon zum Schurken hin, zum Druiden hin. Auf jeden Fall habe ich geshadow, ihr seht, ich habe quasi gevanished. Ja, ich vanische. Ich mache gleich Preparation, so. Vorbereitung, ich use mein Zap-Makro. Shadow Zap Zap. Zap ihn und will natürlich auf den Schurken öffnen. Der, glaube ich, noch einen Blutungstick drauf hatte und jetzt hier sehr unlucky, dass er so an mir vorbeigeslidet ist und hätte ich ihn direkt down gemacht. Habe ich den Druiden nochmal gesappt für ein paar Sekunden. Ist dann Trinket Views, ich habe direkt geblendet, aber er hat den Instant Heal zwischendurch durchbekommen. Ich versuche den Schurken hier zu slowen und dann hat er mich geslowt, habe keinen Cloak ready. Timo kann keine Gifte dispellen. Hat mich hier wieder so ein bisschen gekitet. Und dann hat der Druide es echt fast noch geschafft, ihn hier noch. Hat dann wieder ein 4 bekommen gerade von Timo. Okay, das war nice. Das wusste ich auch nicht. Ja. Ich habe ja vorher auch mit dem Druiden zusammen gespielt und ich kann euch echt sagen, das ist echt heftig. Manchmal denkst du, alles ist in Ordnung. Ne? Ihr seht auch, der Druide hat 90% Maler gefühlt. Und du kriegst ein 4 vom Priester rein und das Game ist vorbei. Also das ist manchmal wirklich sehr, sehr gemein. Sehr, sehr gemein manchmal. Die waren auf 1770 sogar. Da hätte ich tatsächlich echt nicht gerechnet, dass wir so ein Game einfach mal gewinnen, Leute, ja. So, das war auf 1662, dann haben wir, wie gesagt, nur bis auf 1,7 hochgespielt und dann haben wir erstmal Ende gemacht, das war so am ersten Tag. Haben wir von 1550 auf 1700 hochgespielt. Unser Ziel ist auf jeden Fall, diese Woche oder nächste Woche Waffen-Rating zu bekommen, weil dann könnte ich quasi übernächste Woche mir die Season 3 Mainhand holen und dann
öffnet sich nochmal so eine ganz andere Welt, weil ich dann deutlich mehr Druck mache. Ja, Leute, das war das zweite Commentary. Ich glaube, es ist mir schon also deutlich besser von den Lippen gegangen auch als das erste, finde ich. Ich denke, man muss auch so ein bisschen so Entertainment und Commentary und Moderator-Ding reinbringen, damit die ganze Geschichte auch interessant bleibt. Ja, gerne eure Anmerkungen dazu in die Kommentare, Leute. Ich freue mich, euch beim nächsten Commentary zu sehen, beim nächsten Arena-Gameplay. Oder, es ist hier schon vorbei, das Video. Oder auch gerne beim nächsten Let's Play. Ja, wir haben gerade eine sehr chillige Let's Play-Reihe gestartet auf dem Kanal hier, wo ich ganz entspannt eine halbe bis dreiviertel Stunde einen Schar-Hoch-Level, nicht so actiongeladen wie hier, ganz in Ruhe, bisschen Mucke, Ingame-Mucke, und wir einen Blutelfen-Paladin gerade hochleveln. Sehr schönes Format. Schaut da auch gerne mal rein. In dem Sinne, bis zum nächsten Video, euer Defiler. Ciao.